Ja, hallo, herzlich willkommen zur HEZ, den Video auf heinzspitz.org. Und ganz herzlich willkommen, Sven Engelke. Wir haben uns ja schon lange nicht mehr gesehen, Sven. Und durch die äußeren Umstände, durch die Pandemie, können wir uns auch nicht persönlich treffen. Deswegen virtuell, jetzt auch mit einem virtuellen Bildschirm gleich. Und wir haben, oder Sven hat, als wir mal zusammen telefoniert und geskypt haben, kam mit einem Thema Brennstoffzelle. Brennstoffzelle ist wieder akut. Meistens werden sie in Japan eingesetzt. Bei uns ist man sehr rückständig da. Und dabei ist das gar nicht mal so eine neue Erfindung. Denn, Sven, du weißt es auch, die wurde 1838 von Christian Friedrich Schönbein zum ersten Mal erwähnt. Und einer der größten Fenster drin ist, wenn Sie die geheimnisvolle Insel kennen, Jules Verne. Der hat die Brennstoffzelle schon in dem Roman erwähnt. Aber mein lieber Sven, du hast was ganz anderes. Du machst also jetzt keine Hausautomatisierung damit, sondern du zeigst das, wie unsere Autobauer das an sich machen könnten. Genau. Mit einem Brennstoffzellenauto. Richtig, ein sogenannter Füllzellkar von Fischertechnik ist dieses Jahr eine Neuheit, ein März-Neuheit von Fischertechnik. Das heißt Neuheit, also sie haben das nochmal komplett überarbeitet und jetzt einen einzelnen Kasten davon gemacht. Es gab das früher kombiniert in so einem Ökokasten. Und jetzt haben sie das nochmal aufgesplittet, noch ein bisschen verbessert. Ja, ich habe das hier stehen. Ich gebe jetzt mal ein bisschen Strom auf die Brennstoffzelle. Dann kann man mal ein bisschen was blubbern sehen, dass sich da was tut. Also das, was du da unten auf deinem Arbeitsplatz stehen hast, wir müssen vielleicht sagen in der Technik, wir kommen hier mit zwei Skype-Kanälen an, deswegen kann es zwischendurch mal ruckeln. Genau. Und einen ist auf deinen Arbeitstisch gerichtet, eine Kamera und eine auf dich. Und deswegen müssen wir zwischendurch mal hin und her schalten. Irgendwie kriegen wir das hin. Also das, was da steht, ist jetzt das Auto, das hast du jetzt angeschlossen. Das heißt, normal, die Brennstoffzelle arbeitet ja mit Wasserstoff und Sauerstoff. Genau. Und du hast aber jetzt kein Gas eingefüllt, sondern ich habe hier einfach destilliertes Wasser drin. Das soll ja auch kinderzimmertauglich sein, das Ganze. Und von daher fängt man nicht mit irgendwelchen Gasen oder sowas an, sondern einfach destilliertes Wasser. Leitungswasser würde sicherlich auch funktionieren, wird von Fischertechnik nicht empfohlen, würde ich auch nicht empfehlen, weil dadurch können die Elektroden auch kaputt gehen. Weil da ist einfach zu viel Kalk drin, dann verkalkt das Ganze und das wollen wir nicht haben. Dafür ist das auch alles viel zu teuer. Von daher nehmen wir lieber ein bisschen destilliertes Wasser kaufen, das kostet auch nicht die Welt, bekommt man überall im Supermarkt und dann dieses nutzen. Also was du jetzt gemacht hast, du lädst den im Prinzip jetzt auf. Du hast also Wasser in die beiden, du hast doch glaube ich noch so eine einzelne Brennstoffzelle. Zeig die doch mal bitte in die Kamera. Die haben wir hier. Da sieht man es, da sind also zwei Behälter, zwei Säulen. Da hast du Wasser eingefüllt, destilliertes Wasser eingefüllt. Dann setzt du das Ganze unter Spannung. Dabei wird eine Katalyse eingeleitet, so wie man ja auch einen großen Wasserstoff erzeugen will. Und damit wird das aufgespalten, das Wasser in Sauerstoff und Wasserstoff. Und dann ist, wenn du den Strom wegnimmst, ist da drin ein Katalysator, genau wie bei der großen Brennstoffzelle. Und da wird dann eben über den Katalysator aus den beiden Gasen wieder Strom erzeugt und Abfallprodukt ist dann eben Wasser. Genau, das können wir jetzt auch mal zeigen. Ich stelle die mal gerade an der Seite. Ich habe vorhin auch schon mal eine ganze Weile vorgeladen. Ich habe jetzt nur ein Problem. Kurz vor unserer Produktion ist mir leider der Motor, der in dem neuen Kit drin ist, ist mir die Hülse vom Motor weggebrochen vorne. Deswegen kann ich jetzt leider das Auto auch nicht antreiben. Ich habe jetzt provisorisch einen alten Motor eingebaut, der aber dafür nicht gedacht ist und eben den Antrieb nicht schafft. Aber man sieht hier, dass der Motor jetzt über die Brennstoffzelle sich dreht, hinten die Schnecke, dass er über die Brennstoffzelle angetrieben wird. Ganz schwach kann man es sehen, ja. Also der Motor reicht nicht aus, um den Wagen anzutreiben, der ist zu schwach, deswegen kann man nur die drehende Achse jetzt sehen. Das ist der alte Motor, da gab es ein anderes Modell, wo das mit funktionierte, so schnell konnte ich jetzt natürlich nicht das andere Modell aufbauen. Hätte ich jetzt für den anderen Motor heile, den habe ich hier auch, hier habe ich ihn liegen. Das ist der neue Motor. Das leider oben ist eine Kunststoffhülse noch drauf, weil diese Motoren eine ganz dünne Achse haben. Und um auf diese Fischertechnik 4 mm zu kommen, dass ich die Schnecke drauf befestigen kann, braucht es eben diese extra Hülse. Und die hat es eben vorhin weggebrochen, leider. Müsste eben 3D-Drucker haben. Aber es kann, das Ding wird direkt, da ist Fischertechnik sehr, sehr, die werden das komplett austauschen, kostenlos. Da gibt es kein Problem mit denen. Wenn du jetzt so eine Zelle da eine halbe Stunde, sagen wir mal, geladen hast, Anführungszeichen, also Katalyse durchgeführt hast, wie lange wird denn der Motor damit laufen?
Ja, gut, das wird nicht sehr lange sein, weil man merkt jetzt schon, der wird schon ein bisschen langsamer jetzt, ne? Also es ist nichts für einen Dauereinsatz, sondern das ist Nein, wirklich nur da etwas. ist auch nicht viel Kraft dran. Das Fahrzeug, das kann ich auch nicht fernsteuern oder so. Das ist einfach nur, man soll einfach sehen, wie das Thema Brennstoffzelle funktioniert. Das ist ein lehrreicher Kasten, einfach mal dieses Thema zu verstehen. Da gibt es Begleitmaterial dazu. Man hat dann Anleitung, die kann ich immer gerade zeigen. Einfach mal so einen Ausschnitt daraus. Ja. Schritt für Schritt, das sind gerade mal so 12 Baustufen. Dann hat man so ein Auto in der, ich sag mal, wenn man ein bisschen Erfahrung hat, in einer halben Stunde auch Ja, zusammen. du als alter Fächertechnik-Profi hast das ganz schnell zusammengebaut. Ja, Wenn war noch ich ein bisschen mich schneller ohne als jegliche halb Stunde. Erfahrung da dran setzen würde, würde es wahrscheinlich einen Tag dauern. Ja, das ist auch übertrieben, glaube ich nicht. Ein Anfänger wird auch nicht so lange brauchen. Nicht den ganzen Tag. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das Auto, da hast du, glaube ich, noch ein nacktes Modell ohne Brennstoffzelle und ohne Motor Ja. darum stehen. Das ist nämlich von der Konstruktion relativ einfach, ne? Wenn du das vielleicht mal in die Kamera zeigst. Ja, also da ist nicht ganz viel dran. Da sind nicht viele Bauteile, wie man sieht. Also das ist, ne? Das ist Und auf also, die schwarze Plattform da in der Mitte wird einfach die Brennstoffzelle dann draufgesetzt. genau, dass der Halter für die Brennstoffzelle einfach nur draufdrücken, dann sitzt sie drinne, die Kabel dran machen und fertig. Also ein Lehrstück oder ein Lehrspielzeug für den Einsatz einer Brennstoffzelle. Genau. Jetzt könnte man natürlich fragen, warum wird die Brennstoffzelle nicht, ist sie nicht mehr verbreitet, wie ich es eben schon sagte, was ich so gelesen habe, am meisten wird sie in Japan eingesetzt. Bei uns geht man noch sehr stiefmütterlich damit um. Hat sich wohl einfach nicht so richtig durchgesetzt hier bei uns, denke ich mal. Aber wenn man bedenkt, dass das Ding schon seit 1800, Mitte des 18. Jahrhunderts, Mitte des 19. Jahrhunderts geht es, 1838, ist es doch an sich ein Armutszeugnis, dass sie nicht im industriellen Einsatz mehr verbreitet ist. Ich meine, ein Argument dagegen ist ja, das sieht man ja an dem Autochen auch, dass man relativ viel Energie reinstecken muss, bevor man wirklich Wasserstoff und Sauerstoff getrennt hat. Das andere ist eben, dass die Lagerung von Wasserstoff ist nicht ganz einfach. Sauerstoff ist kein Thema, aber Wasserstofflagerung ist ein bisschen kompliziert, da es sehr, sehr schnell sich entzündet. Und dann gibt es, wenn man Pech hat, einen großen Knall. Ja, Das wollen wir will nicht keiner. haben. Und man ist jetzt eben dabei, die, lass mal überlegen, ich glaube Shell ist es, die wollen in einer Raffinerie jetzt groß industriell über in erneuerbare Energien, also über Windstrom und Solarstrom, wollen die Wasserstoff erzeugen. Vielleicht gibt das denn ja einen Vorschub in der Technik. Ja, man könnte jetzt auch hingehen, mit einer Solarzelle auch aufladen. Ich habe das jetzt hier im Keller mit dem Netzteil gemacht. Wenn man jetzt aber den anderen Baukasten noch hat, den Solarbaukasten dazu, den von Fischer-Technik gibt da, wo man die ganzen Sachen, kann man so eine kleine Solartankstelle dazu bauen. Die Möglichkeit Ja. besteht also auch noch. Ja, wenn du im Keller bist, brauchst du ja nur die Decken rauszureißen, Genau, damit Sonne wäre auch da eine Möglichkeit. reinkommt. Entschuldigung. Ja, ist eine nette Spielerei. Kann man eigentlich mit dieser Brennstoffzelle nur dieses Auto basteln oder kann man das auch bei anderen Fächertechnikprojekten einsetzen, einfach als Energiequelle? Könnte man sicherlich, also von Bauanleitung her ist das bisher nicht so wirklich vorgesehen, aber es ist ja alles kombinierbar, egal welchen Baukasten ich kaufe von Fischer-Technik, ich kann es kombinieren, ich kann es noch mit den ersten Baukästen, was war das, 1967 ging es glaube ich mit Fischer-Technik los, die alten Bausteine, die gleichen wie heute, was wir heute eben schwarze haben, früher hatten wir alles in Grau, das passt aber alles noch nach wie vor zusammen, das ist das Schöne, dass man da nicht irgendwie jetzt angefangen hat, komplett andere Steine zu produzieren, sondern es sind wirklich noch die Steine wie früher, ne? Und es kamen natürlich immer neue Bauteile dazu. Man sieht ja hier diese grünen Geschichten, neue Farben, ein bisschen Designbauteile wie hier. Also Ach, ich da dachte, kommst das du wäre nicht der drum jetzt. Spoiler für das Auto. Genau. Bei den hohen Geschwindigkeiten, damit er in der Kurve nicht abhebt. Man sieht, der Motor dreht sich auch immer noch. Also da ist schon ordentlich Energie drin in der Zelle. Also eine Zeit lang hält die schon durch. Und das Auto hat bei mir vorhin auch noch gefahren. Aber wie gesagt, dann ist mir kurz vor der Produktion die Achse, die Ja, Böse weggebrochen ist schade. Ja, das hätte nicht, das hätte, ist eine sollte nicht Sache, die sein. uns leider immer mal wieder passiert. Aber das ist mal einfach ein Beispiel, wie man auch wissenschaftliche Erkenntnisse oder alte Techniken oder neue Technologien auch im spielerisch erfahren kann. Und dafür Richtig. ganz herzlichen Dank, Sven.
Gerne. War nett, dass du Zeit gefunden hast, das zu machen, das Ding zusammenzubauen, uns das ein bisschen zu erklären. Wir bedanken uns auch bei Ihnen ganz herzlich. Schönen Dank, dass Sie dabei waren. Ich hoffe, es hat Ihnen ein bisschen Spaß gemacht und auf Wiedersehen bald hier auf heinzschmitz.org. Und Sven, lass es dir gut gehen.